Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Slime Rancher. So, im letzten Part habe ich es angekündigt, ich würde mich heute gerne um die letzte Belohnung kümmern. Uns fehlen jetzt noch knapp 60.000, 56.000 ein paar zerquetschte. Die würde ich jetzt wirklich gerne noch schnell machen, dann haben wir die letzte Belohnung und ja, danach kümmern wir uns um die ganzen Schätze und weiß der Teufel, was noch ist. Ein Gordo gibt es auch noch, den wir noch zum Platzen bringen können. Also es gibt noch ein bisschen was, was wir zu erledigen haben, aber eigentlich nicht mehr allzu viel. Ich hasse das, wenn es das macht, während ich gerade am Wegzuziehen bin. Gut, wie viel haben wir hier drin? Ach, da ist auch eine Wette drin, alles klar. Ja, ein bisschen was sollte ja gehen. Ich meine, zwar die Preise sind momentan am Droppen, was bitter ist, aber ja, gibt Schlimmeres. Okay, läuft. Einmal bitte durchsaugen. So. Und ernsthaft. Kein reingeworfen. Von zwei Versuchen keinen einzigen drin gehabt. Das muss man auch erstmal schaffen. So, verkrümelt euch. So. Er ist Plotty jetzt gekriegt oder nicht? Schaut fast so aus. Gut. Oh ja. Preise gehen gerade Richtung Keller. Aber was soll's. Bringt trotzdem Kohle. Nicht so viel, wie es mal gebracht hat. Aber Kohle ist Kohle, Leute. Auch der Gold ist momentan hart wieder. Hart, hart, hart am Sinken. So. Jäger. Bringt nicht auf die 5K. Auf die 105K. Aber viel fehlt nicht. So, schauen wir mal hierher. Euer Popo wäre eigentlich sogar noch relativ wertvoll, aber da geht nicht viel. Dementsprechend flitzen wir mal kurz her. Schauen, was diese kleinen Affen hier machen. Auf jeden Fall kriegen sie jetzt einen guten Schwung Futter. Und weg mit dir. Doppelt Futter, Leute. Doppelt Futter. Hält länger. Und einmal saugen. So. Dann schauen wir runter zu unseren Ranks. Die mit Sicherheit zwar gefressen haben, aber mit Sicherheit nicht gesaugt wurde. Nur 7. Okay. 8. Und da hinten ist der 9. Also mehr hätte schon sein können, Jungs. Und auch da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob sie überhaupt geflutet haben. Schaut nämlich nicht unbedingt danach aus. Ah, haben hier noch ein paar Früchte. Noch ein paar viele Früchte. Krass, nochmal 30. Erstmal das hier ab. Schon mal hoch zu den Derwisch. Ob die noch irgendwas produziert haben? Also die haben auf jeden Fall was produziert. Aber auf die 150.000, ey, das ist halt echt eine, das ist ein Sack viel Arbeit, hier nochmal 50.000 zusammenzukriegen. Man will's gar nicht glauben. Sie scheißen zwar um die Wette, die Viecher, aber nichtsdestotrotz ist es echt sack viel Arbeit und da fehlt schon wieder einer. Und irgend so ein Kaku. So, weg mit dir. Hier damit. Und hier damit. Lustigerweise passt jetzt die Scheiße wieder.
versteh mal, wer will. Das versteh mal, wer will. So. Jetzt kommt schon die 10 Kanonen. Nicht viel, aber nicht ganz. Ist halt mit den Preisen. Die sind halt momentan halt echt low. Und euren Stuff verkaufen wir auch noch schnell. So. Auch nicht ganz so viel, wie ich gern hätte, aber was soll's. Damit knacken wir die 10k hinten auf jeden Fall schon noch. Bisschen geht auch hier noch. Diese komische Ente oder das Huhn oder was auch immer das da drin ist. Das hört sich so komisch an. So, weg damit. Na, viel fehlt jetzt nicht mehr auf die letzte Belohnung, aber es ist fraglich, ob wir es hinkriegen, Leute. Es ist echt fraglich, ob wir es hinkriegen. So, ich habe jetzt noch 30 Minzmangos am Start. Plopp. Hier ist keine neue Ernte, oder? Nope. Hier ebenfalls nicht. Hier können wir auf jeden Fall nochmal saugen. Hier geht auch nochmal ein bisschen was. Ja, es ist nicht verkehrt, was hier noch geht. Da ist auf jeden Fall nochmal gut Spiel drin. Und ich glaube, wir haben auch bei den Jägern noch 100 am Honig drin. Kann das sein? Den, glaube ich, habe ich noch nicht rausgeholt. Habe ich den schon rausgeholt? Au. So, den kann ich auf jeden Fall noch mitnehmen. So. Ne, den haben wir tatsächlich noch nicht rausgeholt. Also irgendeiner hat da gerade echt komische Sachen vor. Der da oben. Die machen hier komische Sachen, die kleinen Slimies hier. Gut. Mein Honig für 24 halt leider nur. Und der Jäger ist halt auch noch 35. Das ist schon bitter. Aber was will man machen? Gerade wenn die Plortsammler voll sind. Dann muss man halt leider. Hilft ja nichts. Wie schaut's eigentlich bei euch aus? So gut wie leer, würde ich sogar sagen. Gut. Dann geben wir den hier noch was zu beißen. So ein bisschen zumindest. Dann geben wir euch noch ein bisschen zu beißen. Und dann würde ich sagen, legen wir uns schlafen. Ja. Das ist ein Plan. Also, die Belohnung hätte ich jetzt echt gern. 150.000, oder? Ja. Die hätte ich echt gern noch. Das wäre wirklich geil, dann wäre ich heute echt zufrieden. Wenn wir die heute noch schaffen würden, dann würde ich wirklich sagen, okay, wir haben was gerissen, man kann zufrieden sein. So. Die kleinen Monsterchen, so ein kleiner Schock am Morgen mit Feuer verbrannt werden, ist auch eine feine Sache. Wer steht nicht so auf? Das ist auch das Erste, was ich morgens mache, wenn ich aufstehe, mir erstmal ein Feuerzeug unter den Finger halten. Weil es so schön angenehm ist. Die kleinen Monster hier. So. Und hier rein. Ja, ist gut nochmal was drin, auf jeden Fall. Und der ist auch bald erntereif. Der hier schaut auch gut aus. Nehme ich mit. Falsche Seite. So, wollen wir hier einmal über die Hühner drüber.
Es würde mir aber tatsächlich, der Fairness haben muss man sagen, würde mich tatsächlich auch interessieren, wie viele Hühner das hier sind. Aber es sind sackviele. So. Das dürften eure 30 werden. Ich hoffe, ihr lasst es euch schmecken. So, und runter zu den Rankies. Jetzt fehlen uns noch 30.000. Holy crap, holy crap, holy crap. So, hier ein bisschen Pupu. Das war jetzt doch mal eine bessere Ernte. Ihr kleinen, fiesen, hinterhältigen, putzigen Fützis. So. Einmal durchsaugen. Einmal abgeben. Und die 120.000 sind safe. Läuft. Ah, cool. Direkt verkaufen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich die 150.000 bekomme. Ich glaube es fast nicht. Ich habe da echt Zweifel. Und das ist ja gar kein Huhn, das ist eine Sonne. Ganz vergessen. Plop, 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 plop. Oh, ich glaube, der Rank ist aber auch gut im Preis gefallen. Ich würde fast sagen, die Preise sind noch härter gedroppt. Ich würde echt sagen, die sind härter gedroppt. Schauen wir mal, was die hier so treiben. Ja, die haben gut gegessen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Geht noch was? Ja, doch, da ging noch was. 56 und diesmal sogar identische Beträge. Wow. Es passieren Wunder, Leute. Und weg damit. Ich glaube, das Gold den Honigplot beim Jäger hatte ich immer noch nicht verkauft. Jetzt nicht täusche. Den habe ich schon wieder vergessen. Aber jetzt ist echt nicht mehr viel, was fehlt. So. Da fällt das Zeug schon runter. Ja, da hatten wir es tatsächlich eiskalt schon wieder vergessen. Mann. Trolle, Trolle, Trolle. Du und dein Gedächtnis. Zwei Freunde aufs Leben. So. Aber jetzt. Nehmen das ja auch gleich mit. Sogar noch ein bisschen was drin. Nehmen auch noch mit. Selbstverständlich. Wir lassen hier nichts verkommen. Aber ein bisschen wenig Jägerblatt. Finde ich jetzt persönlich. Okay, Honig ist auch wieder gut da. Ah, ihr habt eigentlich noch mehr als genug. Keinen fiesen, hinterhältigen Mistviecher ihr. Aber trotzdem habe ich euch lieb. 21 Jahre ist immer noch hart am Droppen. Also alles ist hart am Droppen. Tja, der Crystal ist auf 28 runter. Das ist schon heftig, Leute. Das ist echt heftig. Schaut's bei euch aus? Ja. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt fehlt es echt nicht mehr weit.
Sollte doch jetzt echt drin sein, dass ihr hier mich nochmal richtig glücklich macht. So, und dann ein bisschen hier in die Ecke noch rein. Müssten wir noch ein paar am Baum hier hängen haben. Ja. Ja, mit. Ja, das sollte jetzt echt drin sein. Die 150.000. Das ist noch 16.000. Das ist eigentlich nicht viel. Eigentlich echt nicht viel. Ihr habt... Ist hier noch ein bisschen was am Baum dran. Das nehmen wir jetzt mal vorsichtshalber auch mit. So, hier damit, hier damit. Irgendwie fehlt mir eine, oder? Ja. Okay. Schaut hier aus. Nicht viel, aber ein bisschen was. Nehme ich natürlich auch mit. Okay, 35 Stück. Dann geben wir den kleinen Affen hier hinten noch was. Wow. Okay, hier können wir gut noch was abgeben. Alter Schwede. Ja, da geht auf jeden Fall noch gut was. Dann geben wir den hier 20 oder so. Oder 15 zumindest. 50 hatte ich. So. Dann geben wir den unten nochmal 15. Oder 20. Mach 20. Gib mir 20. Mein Winkel mir auf 35 geben, ist mir echt Latte. Alter Schwede. So. Ihr habt aber auch überhaupt gar keinen Hunger, oder? Wirkt zumindest nicht so. So. Das nehme ich jetzt noch mit. Den nehme ich auch noch mit. Dann saugen wir hier einmal durch. Mal hier kurz. Das ist jetzt nicht der Rede wert, was da noch ist. Und. Kurz her. Kurz her. Hier ein bisschen was rein. Hier ein bisschen was rein. So, einmal vielleicht noch saugen. Dasselbe gilt für hier. Okay, und dann gehen wir nochmal schnell pennen. So, wäre cool, wenn die Preise steigen würden. Oder zumindest nicht weiter sinken. Das wäre mal richtig Premium. Sinkt. Sinkt, sinkt, hey, der steigt. Sinkt, sinkt, und der ist gleich geblieben. Gar nicht mal so gut. Ja? Wo ist sie denn hin? Die wollte nicht. Also die war, das war jetzt eine echte, eine zähe Mango. So. Die sind satt. Das geben wir den Jägern. Klassisch und machen das jetzt hier sauber und hoffen, hoffen inständig, dass wir die 150.000 knacken. Denn das wäre wirklich Premium. Aber ich glaub's fast nicht. Vor allem nicht mit sinkenden Preisen. Aber das probieren wir jetzt noch. So, jetzt einmal die Gehege noch schnell leer machen. Das mache jetzt noch in dem Part, auch wenn es ein bisschen in die Überlänge geht. Aber ich glaube nicht, dass es 150.000 werden. Das wäre zu geil gewesen. Hier ein bisschen Musik. Es könnte sein, es könnte wirklich sein, aber es ist sackknapp. Also wenn, ist es auf jeden Fall sackknapp. Ja, ein bisschen geht auch hier. Wie gesagt, 16.000 bräuchten wir dann etwa. Und ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Aber im nächsten Mal knacken wir es dann auf jeden Fall. So.
Ja, damit eine fehlt. Wir kriegen hier direkt was zu essen. Dann können wir noch ganz kurz nachschauen, wie es hier ausschaut. Sehr schön. So mag ich das. So mag ich das. Und weg damit. Endlich mal 20 mehr fürs Gold. Das geht bitte. Ne, schaffen wir auf keinen Fall. Die 150 sind in dem Band nicht mehr drin. Wenn jetzt machen wir die 140 voll. Haben wir noch ein bisschen. Ein klein wenig Gold ist noch da. Honig. Wieso sag ich immer Gold? Es schaut halt ähnlich aus. Aber es ist schon sackknapp. Wie viel haben wir denn jetzt noch? 143. Muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Ich bin mir nicht sicher, wie viel er noch aufgesaugt hat. Aber schaut. Schaut gut aus. Davon auch nochmal 2. Davon auch nochmal 4. 6 kann ich hier nochmal mitnehmen. Und dann haben wir da noch ein bisschen Honig auf jeden Fall drin. Aber wie gesagt, das Honig allein, das wird nicht reichen. Das bisschen Mosaik und Jägerplot wird... Ah, wobei, wir könnten es tatsächlich schaffen. Und mit den Ranks und mit den Derwisch, das könnte wirklich hinhauen. Das probieren wir jetzt auch gleich, bevor ich jetzt hier noch mehr Honig rausholt. Scheiß auf die Früchte. Echt, da war nicht mehr drin. Das ist enttäuschend. Das ist tatsächlich enttäuschend, Jungs. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, müssten noch ungefähr 1000 Honig in der Hauptranch haben. ...3000 fehlt. Wenn sich die Hühner wenigstens hier von dem Baum fernhalten würden. Ich meine, ich weiß, die fressen die Früchte nicht, aber... es ist trotzdem ein bisschen nervig, wenn die hier rumspielen. So. Die zwei noch. Und die nehme ich natürlich auch mit. Da ist einer raus. Da ist tatsächlich einer raus. So. Jetzt noch schnell runter zu den Ranks. Es könnte wirklich reichen, Leute. Es könnte wirklich reichen. Jetzt bin ich echt gespannt. Ey, das schaut doch irgendwie anders aus, oder? Ey, das schaut doch irgendwie anders aus. Das sieht doch auch anders aus als am Anfang in der Folge, oder? Jetzt kommt schon, das bilde ich mir doch nicht ein. Da war doch vorher nicht eine Treppe. Nee, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich muss da echt in die... ich muss echt in die Aufnahme reingucken. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Doch, es reicht, Leute. Wir kriegen es echt hin. Wir kriegen es echt hin. Wie gesagt, Überlänge. Wenn es euch gefällt, Daumen da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Damit unterstützt ihr das Projekt. Und das kostenlos. Tut echt nicht weh. Versucht's mal. Einfach einen Daumen drauf. Probier's. Und? Hat's wehgetan? Ich glaube nicht. Ey, wir kriegen's echt hin. Die 3000, die machen wir hier auf jeden Fall noch klar. Geile Sache, Leute. Jetzt bin ich gespannt, was die letzte
die letzte Geschichte ist. Das war es dann nämlich auch mit Farmern, insofern sie nicht schon wieder neue Belohnungen reingepatcht haben. Das weiß ich nicht. Wie haben sie, Leute? 152.000. Aber wenn sie keine neuen reingepatcht haben, dann war es das jetzt erstmal mit Farmern. Ich muss echt am Anfang der Folge mal gucken. Ich weiß nicht, also irgendwie... Irgendwie schaut es anders aus. So. Blablabla. Es gibt wirklich noch eine. Goldene Eule 3. Goldener Teleporter. Das fühlt sich jetzt dann aber echt nach Ende an, oder? Ernsthaft? Es gibt noch eine? Ach komm schon. Ich will nicht mehr farmen. Das macht keinen Spaß mehr zu farmen. Aber ich will die Belohnungen alle komplett haben. Naja. Meine Freunde, wir sind auf jeden Fall am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.